Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Video. Ihr wundert euch sicherlich, was das für Radkappen sind. Oder Radzierblenden, wie es heutzutage so schön heißt. Falls euch wundert, warum lackiert er irgendwelche billigen Radzierkappen, obwohl er Alufelgen auf seinem BMW drauf hat, hat einfach den Sinn. Bald ist ja der 1. April. Und ich wollte einen Streich spielen. Und da dachte ich mir, ich habe mir diese Radkappen, die habe ich mir für 5 Euro, habe ich mir die im Secondhand Shop gekauft. Zufällig auch noch gerade die Größe, also 15 Zoll, die das Auto von einer ganz doll geliebten Person drauf hat. Und nun dachte ich mir so zum 1. April hin, werde ich mal diese schönen Radzierblenden, die nur wirklich potthässlich sind, einfach mal rosa lackieren. Und dann werde ich die zum 1. April hin aufziehen und dann diese Person, die ich damit überraschen möchte, darf dann damit zur Arbeit hinfahren. Und ja, ich wollte euch damit zeigen, wie man halt Plastik streicht oder Plastik lackiert. Kunststoff, wie es heute so schön heißt. Und dann wünsche ich viel Spaß mit dem Video. Ich werde jetzt damit beginnen, dass ich alle Radzierblenden abschleife mit einem Winkelschleifer. Ich habe leider keinen Exzenterschleifer. Mit 180er Körnung, ganz normalen Winkelschleifer mit 125er Klettschleifteller und wir könnten mir dann bei der Arbeit zugucken. Ich habe mich doch kurzerhand dazu entschlossen, einen ganz normalen Exzenterschleifer zu nehmen, weil mein Winkelschleifer dreht 11.000 Touren. Ich habe extra nur einen kleinen genommen, mit der nur 11.000 oder 12.000 dreht. Bloß da schmilzt die Radzierblende weg, so wie ihr gerade gesehen habt. Darum nehme ich jetzt einen Exzenterschleifer. Ich hoffe, das funktioniert besser. Ich habe leider keinen Winkelschleifer mehr, der eine regulierbare Drehzahl hat. Aldi hatte den leider noch nicht im Angebot. Darum habe ich den noch nicht benutzt, gekauft. Mein alter ist leider kaputt. Darum muss das jetzt mit dem uralten Exzenterschleifer von Aldi funktionieren. So, ich habe jetzt die Radkappe soweit abgeschliffen. Müsstet ihr sogar sehen können. Oberfläche habe ich geschliffen, nur halt diese Vertiefung nicht. Da komme ich ja mit dem Exzenterschleifer nicht rein. Wie ich das löse, zeige ich euch gleich. Ich habe mir neulich mal bei Lidl diese, ich nenne es jetzt einfach mal Drehmüllaufsätze, so wie früher, Aufsätze für einen Gradschleifer oder Stabschleifer gekauft. Das ist einfach so ein Ding, das kann man in den Dremel einsetzen. Das ist quasi dasselbe wie der Exzenterschleifer, nur halt in kleinen. Da kommt gleich eine ganz kleine Schleifscheibe drauf. Die habe ich hier. Die werden aufgeklebt, die haben keinen Klettverschluss, die sind geklebt. Muss man halt so eine Folie abkratzen, wie so ein Abziehbildchen, und dann klebt das da wohl drauf. Habe ich selber noch nicht ausprobiert, aber gut. So, hier habe ich jetzt diesen Eumel. Muss ich da irgendwie die Klebefolie abkriegen. Das funktioniert sogar. So. Der schwarze Bereich hier ist sogar flexibel, merke ich gerade. Ich habe das jetzt einfach stumpf in meinen Akkuschrauber eingesetzt und dann werde ich jetzt einfach mal probieren. Ich habe es wie gesagt noch nicht gemacht, ist heute das erste Mal. Gucken wir mal, was passiert. Also, man sieht einen Vorher-Nachher-Vergleich. Der kleine Schleifer funktioniert ganz gut. Ich mache jetzt mal weiter. Ich brauche das ja nicht zeigen, wie ich das abschleife. Das können wir sicher denken. Wie gesagt, ich mache das auch nicht so professionell, wie es eigentlich müsste, weil das ist nur für einen Gag und das ist nur ein Tag. Und daher muss das nicht so professionell sein.
So, ich habe mich dann mal entschlossen, mit der Hand weiterzumachen. Also ich habe alle Felgen oder alle Radkappen abgeschliffen mit dem Exzenterschleifer. Mit der Zeit ist mir aufgefallen, dass man mit dem kleinen Akkuschrauberaufsatz doch nicht so gut da in die Vertiefung reinkommt, dass es ziemlich lange dauert. Und darum habe ich mich dazu entschlossen, einfach das mit der Hand zu machen. Das geht nämlich schneller und ist noch irgendwie einfacher. Ich habe jetzt einfach das 180er Schleifpapier, was ich auf dem Exzenterschleifer drauf hatte. Das habe ich jetzt hier geknüllt und schleife damit per Hand in den Vertiefungen weiter. Das geht eigentlich ziemlich gut. Ganz normaler 125er Exzenterschleifer, also eine 125er Scheibe. Wie ihr seht, das geht ganz gut. Vorher, nachher. So, ich habe jetzt hier alle Radkappen abgeschliffen. Zum Teil mit dem Exzenterschleifer, teilweise auch per Hand. Ich werde die jetzt gleich eben einmal sauber machen mit Bremsenreiniger, damit sind die auch gleich entfettet. So, und wenn ich den entfettet habe, dann werden die mit Kunststoffbräume, also eine Grundierung quasi für Kunststoff extra, eine spezielle, grundiert, bevor sie dann halt nächste Woche, wenn die Farbe da ist, also wir haben jetzt immer einen Freitag bei uns und Mittwoch ist ja der 1. April, dann sollte der Projekt natürlich auch funktionieren. Das heißt, ich werde das wohl Montag letztendlich lackieren und dann seht ihr auch, welche Farbe das habt. Nein, welche Farbe die Radkappen letztendlich haben werden. Wahrscheinlich seht ihr es auch im Anzeigentitel. Aber trotzdem lasst euch jetzt erstmal überraschen. So, wir sehen jetzt hier die Felgen. Nein, die Radkappen aufgebahrt. Ich hole mir jetzt meinen Bremsenreiniger. Ich habe jetzt hier gerade den von Ballistol. Wie gesagt, ich habe den von Ballistol, den habe ich mir neulich mal bei Obi gekauft. Ne, bei Hornbach, Entschuldigung. Da hatten sie vier von diesen Flaschen für 1,99 jeweils ein Stück im Angebot. Ich dachte, das muss ich mir unbedingt mal austesten, wie der sich wohl verhält, im Gegensatz zu den von Presto, den ich sonst habe, und den von Stier. Ich spritze das jetzt ganz einfach drauf, mal gucken, was passiert. Was man auf jeden Fall merkt, wenn man gleich diese Dosen hier sofort spritzt, ist, dass auf dieser Ballistol-Dose und auch der auf der von Stier, dass da bedeutend mehr Druck drauf ist wie auf der von Presto. Man kann das natürlich jetzt so nicht unbedingt testen, wie gut der Fett löst. Aber ich finde auch, dass dieser von Ballistol deutlich besser Fett löst als der von Presto. Darum habe ich jetzt den hier genommen. So, jetzt sind die Felgen alle nass, beziehungsweise einmal mit Bremsenreiniger eingesprüht. Das verdampft ja von alleine, darum werde ich das gar nicht unbedingt nachwischen. Und dann suche ich mir jetzt meinen Kunststoffprimer raus und dann wird das lackiert. So, ich habe jetzt meinen Primer gefunden. Ich habe jetzt hier den Stier Grundierfüller. Den habe ich auch selber bezahlt. Ich verwende den, weil ich den mir gekauft habe, nicht weil ich gesponsert oder ähnliches bin. Wie gesagt, muss ich selber bezahlen. Den kennt ihr auch aus anderen Videos von mir, den habe ich schon öfters benutzt. Der dient zur Isolierung von Durchschliffstellen mit hoher Füllkraft. Kann man direkt auf Stahl, verzinkten Stahl, Aluminium und diversen Kunststoffen verwenden. Ist mit Wasserbasislacken leicht überlackierbar. Ja, ich habe das schon mal benutzt. Es funktioniert wirklich besser. Also ich habe auch schon
meinen alten Vectra, da habe ich die Kunststoffzierleisten einfach mit Duplicolor Gold, Felgengold überlackiert. Das sah natürlich scheiße aus, hielt auch nicht vernünftig. Da hatte ich keinen Primer genommen. Und dieser Primer sorgt wirklich dafür, dass man auch mit Spraydosen ordentlich auf Kunststoff lackieren kann. Ich schüttel das hier jetzt einfach mal und spritze hier jetzt einfach mal da drauf. Auf Felgen habe ich das Zeug noch nie angewendet, muss ich dazu gestehen. So sieht die Radkappe aus, die grundiert ist bereits. Und so sieht die Radzierblende aus, die ich noch nicht grundiert habe. Man sieht den Unterschied in der Farbe, die andere ist viel dunkler und gesättigter. So, jetzt seht ihr, die Radzierblende nach der Grundierung mit dem Stielgrundierer. Es reimt sich ja sogar fast. Die Sonne ist mittlerweile untergegangen, aber ihr seht, glaube ich, trotzdem, dass die Scheiben jetzt dunkler sind. Die Radzierblenden, meine ich, wirken grau. So, da bin ich wieder. Heute ist Montag. Verdammt kalt geworden im Vergleich zu Freitag. Aber die Farbe ist jetzt vorgestern angekommen, wie ich gestern erfahren habe, und nun werde ich mal zeigen. Wahrscheinlich habe ich es schon im Videotitel gelesen, welche Farbe, aber ich zeige es euch nochmal. Trommelwirbel, Magic Moment. Rosa. Mir fällt gerade ein, ich habe das eingangs des Videos auch schon mal erzählt, dass sie rosa werden, aber gut. Vielleicht hat jemand den Anfang nicht gesehen. Rosa Farbe. So, das ist jetzt die erste aller vier Radkappen. Ich probiere das einfach mal aus. Ich habe die Farbe selber noch nie in der Hand gehabt, aber noch nie benutzt. Ich weiß nicht, ob man es mit einem Sprühgang sprühen kann oder mehrere. Seht und staunet. So, wie ihr sehen konntet, ich habe jetzt die erste Felge lackiert. Die Farbe deckt recht gut. Ich denke mal, das liegt daran, dass ich einen Primer benutzt habe oder dass ich das entfettet habe. Dafür ist die Farbe 3,99 € die Dose bei Amazon. Habe ich bezahlt. Kostet, finde ich, dass sie sich ganz gut deckt. Also die von Duplicolor, die Orangene, die ich mal für den Bathroom Organizer benutzt habe, die hat nicht annähernd so gut gedeckt, obwohl ich den gleichen Primer benutzt habe. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass das eine Plastik, das andere Stahl, aber gut, ich mache die anderen noch im Fertig und dann melde ich mich gleich wieder. Was ein geiler Anblick. Hier liegen jetzt vier knallrosane Radkappen vor mir auf meiner Werkbank. Ich habe jetzt gerade alle fertig lackiert. Ich bin mit einer Dose für alle vier Farben, für alle vier Radkappen ausgekommen. Das wundert mich. Ich weiß nicht, ob die Farbe so ergiebig ist, die Dose. Oder ob das daran liegt, dass ich das vorbehandelt habe mit dem Primer. Also die Farbe pappt da ziemlich gut drauf, muss ich wirklich sagen, er wundert mich. Ich habe nie den empfohlenen Mindestabstand von 30 cm zum Werkstück hin eingehalten, aber die Farbe verläuft nicht. Sieht wirklich richtig klasse aus. Dann kommt da gleich noch Klarlack drüber und dann zeige ich euch das Endresultat. So sehen denn meine
knallrosanen Felgen, Radkappen, aus nachdem die getrocknet sind, die Farbe getrocknet ist. Ich hau da jetzt gleich eben schön ein bisschen Klarlack drüber und dann sehen wir uns zusammen an, wie die dann letztendlich aussehen. So sieht denn meine Werkbank aus, nachdem ich meine Radkappen lackiert habe. So. Das Video ist ja nun beendet. Ich habe euch jetzt gezeigt, wie man Plastik lackiert und wie schön rosane Radkappen aussehen. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Wahrscheinlich Donnerstag. Also Donnerstag kommt das neue Video raus. Und ja, bleibt mir gewogen. Tschüss und ciao, euer Roman.